herzlich willkommen heute Abend wieder live aus Langenberg, aus unserem Werkstattstudio. Willkommen zu Handwerk testet Innovation 2022. Heute am Donnerstag um 18 Uhr das Ganze live. Können wir den Ton im Hintergrund ausmachen? Danke. Dann geht es jetzt nämlich weiter. Wir schauen uns jetzt einmal das Programm von der vergangenen Woche kurz einmal an. Wenn ihr uns den Sendeplan einmal reinschaltet, seht ihr, dass wir am Montag, Dienstag und Mittwoch schon um 18 Uhr live waren und viele verschiedene Innovationen euch vorgeführt haben. Und heute geht es weiter am Finale, am Donnerstag, mit dem Sotin Eco N2 Stickstofffüllsystem und der neuen Wilo Stratos Pico Plus Umweltpumpe. Und ein Finale kommt noch on top sogar. Und zwar am Freitag, morgen um 18 Uhr gibt es, nein, um 14.30 Uhr, müsst ihr nochmal reingucken, auf dem Channel gibt es nochmal eine Spezialfolge, nämlich Handwerk testet Innovation on Tour. Da sind Marco und ich nämlich in Allendorf live bei Fissmann und zeigen euch den neuen Vitocharge Batteriespeicher. So, was gibt's heute? Erstmal, wir sind natürlich live, das kennt ihr schon, bedeutet, ihr könnt wieder live über die Kommentare hier Fragen ins Studio reinbringen oder Wünsche äußern, die wir natürlich versuchen hier ja auch umzusetzen. Und das erste Produkt, was wir uns heute anschauen, ist ja die Sotin-Füllstation für Ausdehnungsgefäße und die wird präsentiert von Marco, schönen guten Abend, und Martin. Was haben wir hier denn geschickt bekommen? Die Nachfüllstation, und zwar eine mobile Station, mit der ich Ausdehnungsgefäße nachfüllen kann. Genau. Und ich unterbreche ihn bei eben kurz. Die Dosen kennen wir alle, Gefäßfüller. Womit füllt ihr die Ausdehnungsgefäße auf? Was ist in diesen Dosen drin? Wir haben jetzt den Hersteller hier abgeklebt, spielt auch keine Rolle, denn die nutzen alle das gleiche Mittel oder ähnliche Mittel, die da drin sind. Was ist in diesen Dosen drin? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und wir geben nachher auf jeden Fall die Auflösung dazu, damit ihr mal darüber informiert werdet, was vielleicht anders ist. Gut, wir haben hier was Besonderes, ein besonderes Produkt, eine Innovation, hat einen Innovationspreis bekommen 2020 von der Firma Sotin, komplett selbst entwickelt, fast ausschließlich in Deutschland produziert oder keine Zukaufteile. Die Teile sind alle von Sotin selber entwickelt worden und zusammengestellt worden. Erzähl mal weiter. Also hier füllen wir auf jeden Fall die Ausdehnungsgefäße mit Stickstoff. Mhm. Na, wenn ich das jetzt mit Stickstoff füllen, kann ich hiermit mit Stickstoff füllen. Genau. Ja, erstmal kommt das Ganze in einem robusten, sag ich mal, Gehäuse, das ich auch super tragen kann. Auch vom Gewicht her ist es... Macht natürlich auch einen professionellen Eindruck beim Kunden, kann man nicht anders sagen. Genau, ist ja für den Kundendiensteinsatz, also wenn ich irgendwie unterwegs bin, bei den Wartungen, im Betriebnahmen, das ist so der Einsatzbereich. Genau. Ja, gucken wir mal vom Aufbau. Ich habe hier einmal den Füllschlauch, den ich dann nutzen kann, um den am Ausdehnungsgefäß anzuschließen. Ich habe hier dann zusätzlich mehrere Druckanzeigen. Also hier zum einen sehe ich den Druck der Kartusche, die ich eingelegt habe, also den vorhandenen Druck. Ja, da starten wir hier zum Beispiel mit 160 Bar sind jetzt auf der Kartusche. Die haben wir eben hier neu eingelegt, also die ist jetzt voll aufgeladen. Dann habe ich hier einen Druckminderer, mit dem ich hier meinen Druck einstellen kann auf dem zweiten Manometer. Und hier sehe ich, welcher Druck auf dem Ausdehnungsgefäß dann vorhanden ist und kann hier über die Knöpfe eben füllen oder entleeren. Ja, das ist doch eigentlich eine super Sache. Das Füllen und Entleeren ist spielen einfach, kennen wir alle von der Tankstelle, wenn man den Reifen füllt, stoßweise füllen. Ist ein bisschen anders wie beim Gefäßfüller, glaube ich, aber da machen wir gleich nochmal einen Test. Ja, was ist noch innovativ an dem Gerät? Also es ist natürlich... besonders sparsam, dadurch, dass wir viel mehr befüllen können als mit so einem Gefäßfüller. Der Hersteller gibt vor, wir haben ungefähr 3 Gefäße, die wir auffüllen können mit der Dose und im Vergleich... Und hier können wir 8 Gefäße füllen. 8 Gefäße füllen, das ist deutlich mehr und auch deutlich sicherer, muss man natürlich dazu sagen. Von Gefahrstoff her, wir arbeiten ja auch in unserem Gewerk halt viel mit Gefahrstoffen und beim Transport im Fahrzeug muss man darauf achten, dass man diese Gefahrstoffe auf jeden Fall oder nicht zu viele Gefahrstoffe transportiert. Man hat da im Fahrzeug in der Regel 1000 Gefahrstoffpunkte, die man nutzen darf und dieses Gerät hat einen Gefahrstoffpunkt, also theoretisch dürftest du 1000 Geräte transportieren, bis du ans Limit kommst, von daher haben wir da ein bisschen Luft. Ja, 1000 Geräte ist schon ein bisschen. Ja, eins reicht. Ja. Gut. Genau, Ja, da wir hier bei Handwerk testet Innovation ist, wollten wir das Ganze heute mal testen, oder? Genau, wir haben hier 2 Gefäße vorbereitet. Die haben wir auch entleert. Ich kann es noch mal eben zeigen. Da kommt also nicht mehr noch ein bisschen was. Ja, das ist ganz leer. Da lassen wir noch ein paar Millibar raus, die noch drauf sind. Und dann machen wir mal den Vergleich, denn wir haben einen großen Zeitvorteil, glaube ich zumindest, so sagt der Hersteller. Und wir probieren das mal eben aus, um das zu beweisen. So, jetzt das Ende hier. Ja. Wer nimmt die Schüttelflasche? Du. Ich habe ja das schöne Gerät hier. Okay, gut. Also, ja, wir bereiten vor. Ja, muss man auch nochmal dazu sagen, die Armaturen kennt ihr alle, wer mit Gefäßfüller arbeitet. Das Manometer schon nicht mehr ganz in Ordnung, das fehlt das Glas. Das geht noch, das funktioniert noch, aber die Armaturen sind natürlich auch einfach anfällig, störanfällig. Und die Schläuche gehen kaputt, das habe ich bei mir zu Hause im Betrieb auch schon erlebt, dass die dann kaputt gehen. Und dann muss man die Armatur natürlich ständig erneuern, das haben wir bei dem Gerät natürlich nicht. So. Ja, ja. Ein Vorteil ist natürlich auch, dass ich hier wirklich mit dem Schlauch so eine Entfernung überbrücken kann. Ich kann also das hier irgendwo stehen haben. Mein Anschluss kann ja hier fast in der anderen Ecke des Raumes sein, so groß sind ja. Da habe ich schon mal das Nachsehen mit meinem Gerät hier. So, ihr wollt natürlich auch gucken, wie das jetzt funktioniert. Ja, warte, ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch eben hier... Ich starte schon mal meinen Druckminderer hier. Ja, ja, ich bin noch am Aufschrauben. So, ich glaube, ich bin dran. So, ja, den Schlauch hier, das ist ein bisschen verdreht. Gut. Also, ich habe 0 Bar. Du hast 0 Bar? Ich habe hier 0 Bar. Man kann das hier sehr schön sehen. Das war ja die Druckanzeige, was jetzt auf dem Gefäß ist. Hier hatten wir den Druck, den ich hier im Druckminderer eingestellt habe. Ja. Und das ist hier... das, was drauf ist. Genau, gut. Die volle Kartusche. Gut, also, bye bye. Los geht's los. Okay. 3, 2, 1, los. So. Ja, spannend. Bei mir dauert es noch ein bisschen. Wie ist denn der Zwischenstand hier? Was sagt er? Ja, fast ein Bar habe ich. Und was ist der Zwischenstand bei dir? War noch weit unter, ja, ein halber Bar erst. Okay. Noch nicht. Ich Markus schon kurz vor Viertel. Ja, ich bin gleich soweit. Geht gleich los hier. 1,2, bisschen fehlt noch. Ja, Martin, mach mal hier ordentlich. Ja, ich tue ja schon. Ein bisschen. Gleich geht's richtig los hier. Ah, ja, 1,5. Marco ist fertig. So, ja. Und wo bist du gerade? Unter 0,6. 0,6, ja. 0,4 gerade. Zeig das mal in die Kamera, wo wir jetzt gerade kann man das sehen hier. Könnt ihr das zeigen? 0, ich habe den Zahn jetzt weniger, 0,5. Ja, ja, ach so, weil knapp über 0,4 bin ich jetzt. Die Skala ist ein bisschen... Ja, das ist, die ist nicht mehr ganz schick. Aber auf jeden Fall zeigt der Druck richtig an, das würde ich schon sagen. Der war ja eben bei 0, dass wir angefangen haben, von daher... Da bist du wirklich. 0,2 Bar oder sowas. Ja, 0,3, 0,4 in dem Bereich. Ja. Auf jeden Fall brauche ich noch ein bisschen. Habt ihr noch eine Stunde, oder? Ja, schüttel mal weiter. Du hast ja hier schon die 1,5. Cool. So, ja, also das ist auf jeden Fall ein deutlicher Vorteil, wie man sieht. Also einmal die Kapazität. Hier kann man jetzt gucken. Und natürlich auch von der ganzen Geschwindigkeit, von der Handhabung. Ja, natürlich schon. Ja, ich bin gleich soweit. Das dauert nicht mehr lange. 0,6. Genau. Ja, was haben wir hier noch? Wenn man hier ein bisschen guckt, hier sieht man zum Beispiel mal den Wartungsaufkleber. Genau, das Ganze muss natürlich auch regelmäßig nochmal getestet werden. Hier sehen wir jetzt, das Gerät ist bis 2024 die nächste Wartung. Also hat man immer gut, alle 2 Jahre geht das Ganze zum Hersteller. Ne? Und geht dann nochmal in die... läuft, ne? Aber das... Ja, das... mir ist ein bisschen warm. Ich finde es gut. Soll ich das, noch, möchtest du das deins auch noch hiermit jetzt auffüllen? Nee, nee, lass mal. Wir gehen mal weiter. Ja. Gut. Ja, was wir noch als Besonderheit haben, die Druckgasflaschen, die können wir im Nachhinein einfach im Restmüll bzw. im Schrott entsorgen. Wir müssen nur eine Sache sicherstellen, dass nämlich dieser Druckgasverschluss zerstört ist, dass sie halt nicht mehr wieder verwendet werden kann. Und dafür haben die ein spezielles Werkzeug dabei gelegt. Das zeigen wir gleich nochmal. Aber ich würde sagen, jetzt im Moment machen wir mal eben einmal den Austausch. Einen Flaschenwechsel. Ne? Schraubst du einmal ab? Ja. Danke. So. Genau, also jetzt sagen wir einfach mal, die Flasche wäre jetzt verbraucht, die wir hier jetzt genutzt haben. Das ist natürlich nicht der Fall. Da könnten jetzt noch ein paar Ausdehnungsgefäße mit gefüllt werden. Aber wenn das Ganze jetzt leer wäre, dann... ja, dann mache ich den Austausch wie folgt. Erstmal muss ich natürlich gucken, dass ich hier den Druckminderer wieder runter Stille. Genau, entspannen, ganz wichtig. Entspannen. Steht aber auch alles detailliert hier vorne auf dem Gerät nochmal drauf, so, da kann man gar nichts verkehrt machen. Genau, also die Anleitung für den Flaschenwechsel ist hier natürlich auch nochmal direkt angegeben. Genau, soll man sich auch eben genau dran halten, auf jeden Fall sinnvoll, Safety first. Genau, ja, da hatte ich jetzt auch ein bisschen abgeguckt, ehrlich gesagt. Ja, hat aber keiner gesehen. Ja, so, genau, dann kann ich das hier öffnen. Genau, wichtig ist einmal das Gerät sichern hier mit der Hand festhalten, genau, auf dann den Seite Deckel öffnen und dann kann ich hier die Flasche rausschrauben. Dass da ein bisschen Gas ausströmt, können sich alle vorstellen. Also ein kleiner Zischen tut es jetzt gleich eben ein bisschen mehr als normal. Jetzt haben wir natürlich viel mehr, weil wir jetzt weil die war jetzt natürlich noch komplett voll. Genau, ne? Das ist eine volle Flasche, dann zischt das natürlich mehr. In der Regel wird die natürlich ziemlich weit von euch runtergebraucht. Das heißt, ihr habt dann nur noch wenige Bar drauf und dann zischt das nur ganz kurz und dann ist das gut. Sollen wir eine neue Flasche rein oder willst du die wieder reindrehen? Wir können die wieder reindrehen. Ja, oder? Da ist ja noch genug Druck drauf. Ja. Genau. In umgekehrter Reihenfolge so, wieder montieren, Gerät mit der Hand sichern hinten, Flasche reindrehen und ganz kurz zischt es eben. Jetzt nehme ich auch mal die rechte Hand zum Reindrehen. Die rechte Hand ist besser. Ja. Ja. Das klingt schon realistischer. Sehr schön. Ja, das ist auch ein bisschen besser jetzt. Gut, Verschlussdeckel eben drauf zur Flaschensicherung und das ist das Gerät wieder einsatzbereit. Wieder 160 Bar. Wieder weitere Gefäße. Was noch eine Innovation ist oder was im Grunde eigentlich das Gerät mit sich bringt, ist, dass wir natürlich auch Trinkwasser aus den Gefäßen problemlos füllen können. Die Gasflasche, ich bin, ja 0,8 habe ich fast. Wenn ich ein 4 Bar Ausdehnungsgefäß habe für Trinkwasser, wird das natürlich noch deutlich schwieriger bzw. deutlich zeitaufwendiger. Und durch den hohen Druck in diesem Gerät ist das natürlich problemlos möglich. Ich kann den Druck einfach hochschrauben und mache das in kurzer Zeit, fülle ich das Gerät einfach auf. Gar kein Problem. Spielend einfach. Finde ich total super. So, wer zeigt das jetzt hier nochmal mit der... Genau, wir haben eine Flasche, die ist fast entleert. Da du hattest das Bauteil eben schon kurz angesprochen. Also das, das ist auch eine Entwicklung von Sotin, ne? Genau, das haben die sich einfallen lassen im Grunde, um das Ganze da rund zu machen. Das ist ein spezielles Werkzeug, um diese Flasche unbrauchbar zu machen, den Rest zu entleeren. Genau, das schraube ich drauf. Unbrauchbar zu machen. Das schraube ich drauf und dann kann ich hier mit diesem Stift rausschrauben, genau, der dann eben hier das Ganze reindrückt. Genau, das zeigen wir euch einmal. Wir haben eine Flasche vorbereitet, die also fast leer ist. Es wird noch ein bisschen zischen. Da schraubt man das einfach oben drauf. Und wir haben hier oben bei dem Drehgriff dann eine Farbmarkierung grün und rot. Im grünen Bereich, wenn ich mich da drehe, dann wird sie halt restentleert. Das heißt, der Druck, der noch drin ist, wird entleert. Und sobald ich in den roten Bereich komme, wird der Stößel durchgestoßen. Marco, dein Auftritt bitte. Okay. Das zischt natürlich ein bisschen mehr als normal. Ich hoffe, man kann das jetzt noch verstehen von mir, weil wir jetzt natürlich noch mehr Druck drauf haben, als normalerweise drauf wäre. Aber man hört, das ist relativ schnell erledigt. Und dann... Ja, das hätte ich jetzt auch sofort reindrehen können, aber... Ja, aber wir wollen ja ein bisschen Show machen hier. Ja. So, und man hat schon gehört, das ist der Stößel. Das ist quasi das Ventil der Flasche. Das ist jetzt zerstört, dieses Ventil, kann nicht mehr mit Druck, Luft oder Druckgas befüllt werden und kann jetzt einfach so in die Schrottkiste wandern. Ja, super einfach. Hast du nochmal eine volle? Dann können wir es vielleicht dann können wir es nochmal eben zeigen. Da ist die Kappe, das ist jetzt eben noch eine volle. Genau, da kann man mal den Vergleich sehen mit dem Stößel, wo er beschädigt ist, beziehungsweise entfernt wurde, eingestoßen, eingedrückt wurde und die original verschlossene Flasche. Ja, super Sache. Das war die volle. Wieder zu. Genau, das war die volle Flasche. Das war die leere. Genau. Wir haben übrigens gerade aktuell auch eine Aktion für das Gerät. Ich meine, da war was vorbereitet, dass wir da was einspielen können. Das Gerät ist im Moment zum Sonderpreis angeboten, bis zum Ende des Jahres. Jetzt gucken wir mal eben, dass wir die Flaschen hier dabei haben. Der Sonderpreis ist der, dass wir das Gerät für 499 € bekommen, zuzüglich der 3 Druckgasflaschen. Eine Druckgasflasche ist sowieso immer dabei, 3 sind noch mit dabei in diesem Set und das bis zum Ende des Jahres noch im Angebot. Genau, ja, wir konnten es ja gar nicht erwarten, das Gerät zu testen. Also hatten wir das natürlich auch schon einmal im Einsatz. Das können wir euch mal einmal zeigen. Da haben wir das natürlich direkt auch genutzt bei einer Inbetriebnahme, auch bei einem Videodreh. Da sieht man auch gerade, wie Marcel das Ganze am Ausdehnungsgefäß anschließt, wie man hier wieder Druck einstellt. Genau, da ist jetzt schon ein bisschen Druck natürlich drauf. Da füllen wir dann einfach nochmal auf 1,5, glaube ich, nach, was wir da gemacht hatten. Genau, da füllen wir jetzt gerade nach. Ganz einfach über die grüne Taste. Und genau, da sind wir am Innengerät an einer Wärmepumpe. Auch da, das Innengerät muss natürlich auch aufgefüllt werden. Hatten wir dann auch gleich mit erledigt, das nochmal überprüft, weil das ja auch werkseitig nur ein, mit so einem Mindestdruck ausgeliefert wird. Ja, jetzt hatten wir ja vorhin gefragt, vielleicht habt ihr was in die Kommentare reingeschrieben. Marcel, hast du da Informationen bekommen? Gibt's da? Ja. Was haben wir in den Gefäßfüllerdosen drin? Genau, also es gab ein paar Rückmeldungen in den Kommentaren. Also die meisten oder zwei haben geschrieben, das ist Stickstoff oder ein Stickstoffgemisch in diesen Gefäßfüllerdosen. Und das ist tatsächlich ein häufiger Irrglaube unter auch vielen Fachleuten, dass da Stickstoff drin wäre. Tatsächlich ist da was anderes drin. Und in dieser Generation der Flaschen ist es ja noch nicht mehr ganz so schlimm, aber früher war da ein Kältemittel drin, was einen sehr hohen GWP-Wert hatte, war sehr umweltschädlich, also das wissen wir alle. Genau. Jetzt ist da schon etwas aktuelleres Kältemittel drin und das hat auch einer hier geschrieben, wahrscheinlich kurz gegoogelt oder wusste es tatsächlich, R1234, was haben wir uns geschrieben? ZE ist genau tatsächlich drin. Ja. Und das ist nicht mehr ganz so schädlich, das hat ja auch was mit den europäischen Richtlinien, F-Gase-Verordnung zu tun, die werden ja auch immer strenger, aber es ist einfach auch eine Umweltsünde, ja, in diesen Dosen dann das Kältemittel immer noch Rest drin, deswegen ist es Sondermüll und das ist halt schon eine ganz schöne Umweltsauerei, kann man so sagen. Genau, ne? Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, dass wir natürlich relativ viel Dosenmüll haben, die Dosen sind Sondermüll, hatten wir schon gesagt, diese Flaschen können einfach mit dem Schrott entsorgt werden, ist eine ganz andere Geschichte als diese ganzen Druckgasflaschen, die wir dann da ansammeln und dann irgendwann in den Müll schmeißen, von daher ist dann natürlich ein großer Umweltaspekt auf jeden Fall dabei und wir haben einfach natürlich viele Vorteile von dem Stickstoff, von dem wahren Stickstoff gegenüber dem Kältemittel, der in dem Gefäßfüller drin sitzt. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Wir haben auch der Stickstoff an sich, haben wir ja größere Moleküle. Das ist ja der größer Vorteil. Also wenn ich jetzt mit Luft füllen würde, dann habe ich da ja auch einen Sauerstoffanteil und genau der ist ja dann das Problem, weil der Sauerstoffanteil würde durch diese Membrane diffundieren. Genau. Richtig. Das ist halt der Druckverlust, den wir halt haben in den Gefäßen drin, wenn man da mit normaler Druckluft arbeitet. Und die Stickstoffmoleküle sind einfach größer, die passen nicht so durch diese Gummimembran durch und deswegen ist die Druckhaltung da besser. Und Herstellervorgabe ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Viele Hersteller geben es auch vor, dass die Gefäße mit Stickstoff befüllt werden sollen und nicht eben mit dem Standardgefäßfüller, den wir vielfach da einfach in unseren Betrieben verwenden. Mhm. Ja, oder wenn man normal mit Luft füllt. Ne? Genau. So, wie sind wir von der Zeit her? Sind wir gut dabei? Ja. Marcel, weitere Fragen zu dem Gerät? Nee, Fragen gab es jetzt tatsächlich nicht. Ich hätte aber noch eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ihr das erwähnt habt. Wo kriege ich das? Genau, einfach bei eurem Fachgroßhandel könnt ihr die Sachen im Grunde da anfragen. Das ist eigentlich überall gelistet. Könnt ihr euch da anfragen und zu dem Preis da sichern. Die Preise sollten überall beim Großhandel auch vorliegen. Von daher sollte das kein Thema sein. Ja, perfekt. Also Fragen sind jetzt tatsächlich im Chat nicht weitergekommen zum Ausdehnungsfüllsystem. Ich glaube, ihr habt das auch gut gezeigt, das passt. Und wir gehen gleich rüber zum nächsten Produkt. Aber vorher noch ein Hinweis für euch. Alles, was wir euch hier live gezeigt haben, die ganze Woche über auch, ist natürlich auch auf der IFH Intern in Nürnberg zu sehen, auf der ersten SHK-Messe der Branche seit Corona wieder ohne Beschränkungen für alle Besucher zugänglich. Und schaut doch mal in den folgenden Clip rein. Ja, die IFH Intern in der letzten Aprilwoche, also von Dienstags bis Freitags von 9 Uhr bis 18 Uhr ist die geöffnet. Über den Link könnt ihr noch Tickets kaufen. Wie gesagt, alle Produkte sind da ja auch nochmal live zu sehen, könnt ihr auch nochmal wirklich besuchen. Und wir gehen jetzt hier weiter mit dem nächsten Produkt. Wilo hat uns ja noch eine neue Pumpe geschickt Und Martin, du hast ja schon was vorbereitet, ne? Richtig, genau. Und zwar haben wir von Wilo bekommen die Wilo Stratos Pico Plus. Eine neue Pumpe, die ganz innovative Details hat, mehrere tolle Funktionen, die wir auf jeden Fall eben einmal hier schön präsentieren wollen. Wir haben dazu zwei Modelle bekommen, einmal ein Messemodell, wo ich gleich das Display und die Funktionen mal im Groben vorstelle. Und wir haben natürlich auch eine Pumpe hier in Funktion, in der tollen Montagewand hier, wo wir das gleich nochmal eben ein bisschen zeigen können, wie das Gerät dann auch in Funktion arbeitet und was wir da noch für spezielle Gimmicks haben. Ich würde sagen, wir gucken uns das Gerät mal eben an. Ich starte das Ding mal eben einmal im Display. Ich hoffe, das kann man dann in der Detailkamera dann auch ein bisschen sehen. Wir haben jetzt hier die Home-Funktion im Grunde, das Häuschen quasi, wo man halt die Pumpe einstellt. Und man kann jetzt schon schön sehen, in welchem Modi die Pumpe arbeitet. Wir haben die jetzt im Drehzahl konstant laufen und wir können die mal eben einmal anpassen, ganz einfach mit dem super Einstellungsassistenten. Das finde ich total klasse, ist auch echt innovativ. Ich kann nämlich tatsächlich einfach die Anzahl der Heizkörper eingeben. Das heißt, ich kann sagen, ich habe im Haus meine 12 Heizkörper, gebe die Anzahl ein, 13 sind jetzt drin, hier voreingestellt, habe ich vorhin schon mal ein bisschen rumgespielt. Ich ändere das jetzt auf 12 Heizkörper ab und habe jetzt die Möglichkeit, das noch anzupassen. Denn diese 12 Heizkörper heißt ja nicht, dass sie auf jeden Fall alle gut versorgt sind. Ist ja auch immer die Frage, wie viele Heizkörper, beziehungsweise wie groß die Heizkörper sind, wie weit die verstreut sind im Gebäude und kann dann hier prozentual in 1% Schritten einfach die Leistung anpassen. Jetzt bin ich schon vorbeigerutscht, weil ich zu lange gewartet habe. Einstellungsassistent. 12 Heizkörper und jetzt kann ich die Pumpenzahl, naja, nochmal, so, 12, so, und jetzt kann ich die Prozente einfach hochschrauben oder runterschrauben, um meinetwegen zum Beispiel Geräuschen in den Ventilen zu begegnen, die da deswegen weniger Volumenstrom dann einzustellen oder einfach, wenn ich merke, dass Heizkörper unterversorgt sind, die Leistung einfach ein bisschen hochzuschrauben. Das Gleiche gibt es auch im Einstellungsassistenten für die Fußbodenheizung. Hier kann ich einfach tatsächlich die Quadratmeter der Fußbodenheizung eingeben. Wie geil ist das denn? Ich brauche gar nicht mehr groß gucken, sondern ich trage einfach ein, ich habe 110 Quadratmeter meinetwegen, kann auch da dann wieder prozentual anpassen, wenn ich merke, das passt nicht von der Leistung. Und die Pumpe wählt automatisch den richtigen Modi, um den Heizkreis zu versorgen. Die Pumpe mit 4 Meter, die kann bis zu 120 Quadratmeter Fußbodenheizung versorgen und es gibt natürlich die größeren Pumpen, die dann auch 150, 220 oder noch mehr Fläche versorgen können, um das dann alles einzustellen. Finde ich super. So, wir können natürlich auch, wenn man da ein bisschen genauer Bescheid weiß und sich da schlau macht, kann man natürlich auch die Regelungsart manuell wählen. Das heißt, ich kann wählen, ob ich jetzt die Dynamik-Adapter-Plus-Funktion wähle, die im Grunde automatisch erkennt, wie viel Widerstand habe ich im System, wie viele Thermostatventile sind gerade geschlossen, wie viele sind geöffnet und die wählt automatisch dann den richtigen Volumenstrom, die richtige Fördermenge. Und was das Besondere an dieser Funktion ist, dass sie auch vergangene Werte berücksichtigt. Die erkennt nämlich, wie war denn das Verhalten gestern und lernt. So wird die Pumpe immer schlauer und kann sich immer besser auf den aktuellen Bedarf, auf den wirklichen Ist-Zustand einpegeln, um sich da zu adaptieren in richtigen Modi. Gut, dann habe ich natürlich Delta P variabel, Delta P konstant für die Fußbodenheizungskreise zum Beispiel. Ich kann aber auch einfach den Drehzahl konstant nehmen in den Stufen, da kann ich dann die Stufen einwählen, so wie wir das kennen von früher. Ob man das jetzt noch braucht, ist eine andere Frage. Wir arbeiten wahrscheinlich eher mit den anderen Werten, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Was wir noch ganz innovativ drin haben, ist eine Nachtabsenkung. Finde ich total klasse. Und zwar kann ich die einfach ein- oder ausschalten und die Pumpe erkennt durch einen integrierten Temperatursensor, wenn die Temperatur, der Vorlauftemperatur meinetwegen jetzt zum Beispiel absinkt und geht dann in einen kleineren Leistungsbereich. Finde ich total klasse. Kennen wir von den internen Pumpen auch, bei den Heizgeräten, die reagieren halt auf die eingestellten Zeiten. Diese Pumpe macht das automatisch, indem sie einfach über den Temperatursensor weiß, welche Temperatur gerade da gefahren wird. So, dann haben wir wieder noch eine Besonderheit, und zwar druckunabhängige Ventile. Wir hatten am Montag gesprochen über die Heimeyer Eclipse-Ventile. Die Besonderheit dabei ist ja, dass die ein dynamisches Verhalten haben. Das heißt, die passen sich genau an nach dem System. Das heißt, wenn jetzt Ventile geschlossen sind, würde ja der Pumpendruck in dem einen Heizkörper, der noch offen ist, höher sein. Und das Ventil gleicht das aber aus. Und die Pumpe stellt einfach sicher, dass wir diese Grundfunktion, wir brauchen für diese Ventile immer ein Grundvolumen von 1 Meter Höhe. Und wir haben quasi eine Sockelleistung, die wir grundsätzlich einstellen, damit diese Ventile arbeiten können. Das ist innovativ und das hat nur diese Pumpe. Ich kenne keine andere Pumpe, die es am Markt hat, die automatisch mit diesen Armaturen, mit diesen Thermostatventilen da sauber zusammenarbeitet. So, dann sind wir schon in der Einstellung da schon soweit durch. Ich gehe da mal zurück. Jetzt können wir noch was in den Einstellungen vornehmen. Helligkeit, Sprache, Einheiten und dann haben wir auch noch eine Bluetooth-Funktion. Und jetzt wird es spannend, da können wir gleich nochmal, ich habe gleich noch so ein paar Werksgeschichten bzw. Wartungsmodi, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber erstmal wollen wir eben einmal, oh, ich glaube, Marco, du hast eine Störung, kann das sein? Ja, also ich habe hier eine Störung auf der Pumpe. Das ist aber nicht richtig, wa? Was ist denn da los? Ja, also die zeigt uns hier einen Trockenlauf. Warnung an. Man sieht das hier sehr schön. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil von diesem neuen großen Display, dass ich hier jetzt keine Fehlermeldungen mehr habe mit irgendwelchen Hieroglyphen, sondern ich habe hier eine Volltextanzeige und er sagt mir wirklich jetzt hier, ja, es ist kein Druck mehr auf der Anlage. Das haben wir natürlich gerade ein bisschen provoziert, dass das Ganze hier runter ist. Ja, und das nächste, auch ganz interessant, wenn du nochmal guckst hier zwischendurch, blendet er nämlich direkt. Ja, er blendet direkt ein, wo man jetzt anrufen soll, bei dem Installateur. In diesem Fall shk-info. So. Ja, super praktisch. Ja, also genau, das ist natürlich eine super Funktion. Ja, wollen wir einmal kurz auffüllen, dass wir die dann starten können? Genau, ja, das Schöne ist ja auch an der Pumpe, dass die automatisch erkennt, wenn der Trockenlaufschutz nicht mehr besteht, beziehungsweise nicht mehr notwendig ist, weil wir wieder Anlagenwasser aufgefüllt haben. Die Pumpe sollte dann automatisch in Funktion gehen. Was haben wir jetzt? Da sind wir, hier muss ich den jetzt machen wir zu. Genau. Zumachen, genau. Den machen wir auf und dann können wir füllen. Gucken wir mal eben, dass wir ein bisschen wieder auffüllen. Genau, noch ist die Warnung da. Ach, ist da noch was offen? Aha. Also ein bisschen Wasser, das macht nichts. Nee. Noch kommt bei mir nicht viel an. Aber es zischt auf jeden Fall. Also der Mikroblasenabscheider arbeitet, das ist gut. Ja, genau, das zeigt er hier. Genau, das zeigt das also das ist bei allen Einstellungen, sage ich mal. Durch das große Display ist das natürlich wirklich sauber, dass ich alles hier lesen kann, bei den ganzen Einstellungen. Ja. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ja, was ist noch neu? Vom ganzen Design ist es jetzt ein bisschen, ja, hat es sich angelehnt an die größeren Pumpen von Wilo. Man sieht schon, die Pumpe läuft wieder. Ja, und man hört es auch. Ja, genau, die Pumpe läuft an. Wir hatten sie jetzt eben auch auf 4 Meter gestellt. Genau, die ist jetzt relativ laut, weil wir so eine hohe Leistung eingestellt haben. Ja, das stelle ich jetzt mal wieder um hier mit dem Einstellungsassistenten. Ich gebe mal noch ein bisschen mehr Wasser rauf. Aber man sieht, die Pumpe ist im Grunde von alleine wieder angelaufen. Die Fehlermeldung ist rausgegangen, beziehungsweise das war eine Warnmeldung. Fehlermeldung wäre in Rot angezeigt. Ich gehe jetzt hier auf meine 2 Heizkörper, die wir hier haben. Ja, wunderbar. Ne, habe ich gerade zugestellt. Schön, einfach einzustellen, 130% Leistung, wir haben ein bisschen mehr Leistung gegeben bei den 2 Heizkörpern, damit wir den Versuchsaufbau hier richtig bedienen können. So, richtig. Machen wir mal zu hier. Dann haben wir den Druck dann, glaube ich, auch ganz richtig so. Genau, ja. Dann wollten wir, glaube ich, das hier anschließen, was richtig, uns genau. Und zwar Wilo hier zugeschickt hat. Ja. Gibt es da eine ganz tolle Sache, die haben so einen Bluetooth-Dongle dazu entwickelt, der einfach auf die Pumpe aufgesetzt werden kann und das machen wir, glaube ich, mal eben einmal. Ja, das ist ganz einfach möglich. Der muss nicht an der Pumpe verbleiben, aber wir können für die Einstellung dieser Pumpe dann mit dem Bluetooth-Dongle uns mit dem Handy verbinden. Das werden wir gleich auch mal hier live machen. Und dann da spezielle Einstellungen dran vornehmen, auslesen. Genau, also nachdem ich das hier dann entriegelt habe, wie man jetzt gerade gesehen hat, kann ich den im Prinzip einfach aufstecken. Genau. Dann fängt das schon an zu leuchten und sucht wahrscheinlich Verbindung. Ja, okay. Das drücke ich wieder rein. Dann würde ich sagen, gehe ich mal kurz zu meinem Handy und rufe mir meine Wilo Assistant App auf. Und dann kann man schon sehen, wir haben also viele Funktionen, die App ist natürlich sehr umfangreich, wir haben auch Störmeldungsassistenten, Pumpenauslegung, Austauschspiegel. Aber was wir jetzt aktuell wissen wollen, was mit unserer Pumpe? Da gehen wir einmal auf Smart Connect. Und haben dann gleich oben das Bluetooth-Symbol und können dann Kontakt aufnehmen zu unseren Pumpen. Da haben wir sie schon. Der zeigt jetzt 2 Pumpen an. Das hat den folgenden Hintergrund. Wir haben einmal das Messermodell, was natürlich auch einen Dongle hat. und unsere eingebaute Pumpe. Ich wähle jetzt mal unsere Pumpe aus. Und dann kommt gleich die Möglichkeit, das Gerät zu verbinden. So, und jetzt müssen wir einmal auf die Pumpe gucken, denn da wird ein Code angezeigt. Den brauche ich mal eben. Genau, er zeigt uns hier 3218. Okay, alles klar. Das heißt, ich springe dann wieder in die App rein. 3218. Der Code ist auch jedes Mal anders. Der wird jedes Mal neu generiert, einfach um sicherzustellen, dass ich immer dieselbe Pumpe habe und dass es halt, dass halt nicht jemand Fremdes sich einloggen kann. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, die gleichen Menüpunkte aufzurufen, wie ich sie auch direkt an der Pumpe habe. Wir gehen jetzt mal in die Einstellungen und können dann hier aufrufen, zum Beispiel Wartung. Das ist einer von den Punkten, die ich eben erwähnt habe. Wir können das auch an der Pumpe direkt auswählen, aber es geht auch ganz einfach hier über die App. Ich kann nämlich die Entlüftung starten. Die kann ich einfach von hier aus aktivieren. Dann sieht er gleich, fängt er an zu arbeiten, der verbindet sich jetzt. Das hört man auch direkt. Der ist schon direkt am Entlüften. Ja. Und ich bin jetzt aber nicht im Modus gefangen, sondern ich kann ihn auch jederzeit einfach abbrechen. Das finde ich besonders praktisch. Bei anderen Sachen, bei anderen Pumpen ist es ja oftmals so, wenn die so eine Funktion haben, dann muss die durchlaufen von vorne bis hinten. Das haben wir hier nicht. Wir haben noch eine Funktion, und zwar manueller Neustart. Viele kennen es, früher die Pumpe hat man die Schraube rausgedreht, wenn die im Sommer festgesessen hat, dreht man eben einmal an. Hier haben wir das manuell. Wir können das von hier aus anstoßen, die Pumpe wird angedreht, der Modus wird dann für 40 Sekunden gehalten oder länger, wenn das notwendig ist, und kann dann da aber auch wieder unterbrochen werden, wenn die Pumpe läuft. Ja, weiterhin wäre natürlich hier die Leistungsaufnahme angezeigt, Energiezähler haben wir drauf, dass wir gucken können, was hat die Pumpe verbraucht, was läuft die jetzt gerade im Moment, und ja, einfach eine super tolle Sache. Was haben wir hier noch? Kontaktinstallateur, ganz wichtiges Gimmick. Da können wir nämlich über die App, haben wir jetzt exemplarisch uns selber eingetragen, den Namen der Firma eintragen und natürlich die Kontaktdaten. Dass, wenn der Endkunde an der Pumpe steht, die Kontaktdaten direkt angezeigt bekommt und direkt weiß, dass er sich bei euch melden soll und bei euch Hilfe suchen soll. Diese Einstellung kann ich tatsächlich jetzt über die App vornehmen. Die bleibt auch erhalten, wenn ich den Dongle entferne. Ich muss den Dongle also nicht an der Pumpe lassen, sondern ich kann die Einstellung vornehmen, den Dongle wieder mitnehmen zum nächsten Kunden und das da auch machen. Ich könnte den Dongle aber auch vor Ort belassen. Wenn der Kunde jetzt selber mal seine Leistungsdaten angucken möchte, ist auch das möglich. Ja, das war's soweit von hier. Ich springe mal zurück. Was haben wir hier noch? Geräteinformation. Ja, die Live-Daten kannst du abrufen mal. Ja. Da haben wir gerne. Da haben wir nochmal die Einstellwerte. Auch das können wir da angucken. Das ist im Grunde das Gleiche, was ich auch an der Pumpe gemacht habe. Und Wartung waren wir gerade schon drin. Gucken wir nochmal zurück. Dokumentation. Ich kann natürlich auch eine Inbetriebnahme machen. Auch das ist möglich. Ich kann hier verschiedene Daten eintragen, um zu dokumentieren, was hier gemacht wurde an der Pumpe. Auch das ist möglich. Auch das ist eine Innovation, die so nur von Wilo da ist. Überwachung haben wir noch. Da können wir tatsächlich den Betriebszustand auch beobachten. Und man kann hier genau sehen, die Werte, die die Pumpe jetzt aktuell hier liefert. Kann man das da? Also er fängt so ein bisschen an, guck mal, oben bei der. Ja, hier vorne kann man das schon sehen, welche Kurve da arbeitet. Und wir spielen jetzt nur am Thermostatventil. Ist also echt eine super Sache. Und das alles in Echtzeit. Ne? Hier kann man sehen, die aktuelle Leistung, der Energieverbrauch, den wir gehabt haben. Hier wird der Volumenstrom jetzt angezeigt. Wir haben natürlich nur einen Versuchsaufbau hier, deswegen ist der natürlich sehr gering, der Volumenstrom. Aber das ist schon echt eine tolle Sache. Gut. So, großes Display haben wir. Ja, gerade das Protokoll ist natürlich echt wichtig. Man kennt es ja von den Pumpen, nur dann kriegt man einen Fehlercode angezeigt und muss dann recherchieren, was ist da los. Aber so haben wir einfach die Möglichkeit, direkt an der Pumpe zu erfahren, was ist Phase, wo müssen wir nachhaken, was müssen wir überprüfen. Das ist schon echt eine große Hilfe. Ja, auch mit dem Protokoll finde ich klasse. Kann ich hinterlegen. Super. Kunden weiß ich genau, was eingestellt worden ist. Falls mal irgendwie was umgestellt worden ist, weiß ich, das hat unter den Einstellungen funktioniert. Kann ich das wieder so einstellen? Genau. Na? Was ich noch super finde, ist den Stecker. Der ist eigentlich relativ unscheinbar, aber als Besonderheit ist der ist halt seitlich angesetzt. Wer kennt das nicht, dass der Stecker unten drunter sitzt, mittig, der ist immer im Weg. Immer. Und dann fängt man an, den Pumpenkopf zu drehen und dann steht das Display quer. Brauchen wir hier nicht. Der Stecker ist schön seitlich angesetzt. Haben die echt super gelöst. Genau, das ist auch, ja genau, das muss neu sein, weil ich glaube, der war vorher auch. Ja, genau, der war vorher auch mittig, ne? Ja. Gut. Was haben wir, Marcel? Hast du noch was von da? Ja, es kam nochmal zu der Pumpe tatsächlich einiges im Chat. Aber eine Frage noch, ich habe gerade kurz nicht aufgepasst. Habt ihr das mit dem Einstellungsassistent gemacht? Dass ich die Anzahl der Heizkörper eingebe? Das haben wir gemacht. Können wir nochmal. Ja. Können wir aber nochmal eben wiederholen. Können wir kurz machen. Kann man auch da nochmal eben zeigen. Vielleicht aber können wir kann jetzt die Bluetooth-Verbindung nicht abbrechen hier. Dann musst du es einstellen. Ja. Weil das ist ja absolut noch die Neuheit, dass man hier wirklich eine total simple Einstellungsart hat, ja, Heizkörper oder Fußbodenkreise einzustellen. Ne? Weil komme ich in eine Bestandsanlage, man kennt die Anlage nicht, sie ist ja nicht gerechnet, vielleicht bei einem Pumpentausch, dass man mal eben schnell auch... Ich zeig's nochmal. Ja genau, in diesen Einstellungsassistenten reingehen kann. Genau, also die Bedienung ja, kennt man ja schon mit dem Knopf hier zum Drehen von Wilo. Da gehe ich in den Einstellungsassistenten, gehe dann auf Anzahl Heizkörper und kann die jetzt hier individuell einstellen. In dem Fall jetzt auf unsere 2. Ja, und dann hat er das schon übernommen. Und er zeigt hier natürlich auch jetzt den Drehzahl an, die Leistungsaufnahme, die er aufnimmt. Genau, also alle Werte sind über das große Display halt abrufbar. Ja, perfekt. Also was hier noch für eine Frage kam, ist das mit dem, wenn die blockiert, wo schaltet ihr? Andreas E. hat gefragt, schaltet die auch ab bei Flügelradstillstand? Also wenn das Flügelrad wirklich, wenn die blockiert oder fest sitzt, genau. Habt ihr das schon gemacht? Genau, mit das wäre quasi eine Fehlermeldung, der würde dann wahrscheinlich rot ins Display gehen, wenn es blockiert ist. Genau, kann auch rot. Und dann wird auch wieder die Kontaktdaten von einem Installateur angezeigt, von euch, dass die euch anrufen können und sagen, hier, da ist ein Fehler, da müssen wir mal gucken und wir gehen dann halt dabei und ja, entfernen dann das Teil, was dann da das was blockiert oder gucken halt sonst eben an, was mit der Pumpe nicht in Ordnung ist. Aber wichtig ist ja, dass der Kunde weiß, was er machen muss. Es wird Vollgrafikdisplay angezeigt, das ist der Fehler, den musst du anrufen, der dir dann hilft und dann kommen wir her und können das Problem ganz einfach beheben, weil wir auch selber wissen, was die Ursache ist. Wie oft kommt man hin zu einer Anlage, wo einfach nur steht, Anlage ist kalt und dann fährst du hin und fängst erstmal an zu suchen. So weißt du direkt, wo du anfangen musst. Ja, und der Endkunde weiß es auch schon, wurde auch gerade im Chat geschrieben, dass der vielleicht sogar schon die Meldung am Telefon durchgeben kann. Richtig, genau. Und dann kann sich der Servicetechniker vorbereiten, schon mal auf den Einsatz. Also das sind natürlich alles sehr gute Möglichkeiten mittlerweile, das stimmt. Ja, perfekt. Also aus dem Chat kommt nichts. Wolltet ihr uns zu der Pumpe noch was zeigen? Oder? Ich weiß nicht, ob wir die Größen durchgesprochen hatten, in denen es die jetzt die Pumpe erstmal gibt. Also die 4-Meter-Pumpe, 6-Meter-Pumpe und auch eine 8-Meter-Pumpe. Und das Ganze ist auch seit Januar 22, genau, ist die jetzt auf dem Markt, kann man die schon bestellen, kann die installieren. Genau. Ja, ich würde es vielleicht ruhig nochmal wiederholen. Ich finde das mit diesen dynamischen Ventilen, mit den druckunabhängigen Ventilen nochmal ganz spannend. Ich wiederhole es nochmal. Also die Ventile, die Thermostatventile, die dynamisch arbeiten, das heißt, die sich auf den Druck im System einstellen und dann volumenkonstant arbeiten, die brauchen einen Mindestvolumendruck, Volumenstrom bzw. einen Mindestdruck von 1 Meter und den kann man mit dieser Pumpe fest einstellen, das heißt, dass gesichert ist, dass diese Ventile auch vernünftig arbeiten. Und natürlich auf jeden Fall gesichert, dass wir die Geräusche reduzieren können, auch mit der einfachen Möglichkeit, die Heizkörper einzustellen, die Anzahl der Heizkörper oder auch die Quadratmeter der Fußbodenheizung, indem ich da einfach im Nachhinein sagen kann, ich stelle das ein. Also einfacher geht es eigentlich nicht, finde ich. Ich finde es super einfach für die Monteure auch draußen. Die brauchen sich keinen großen Kopf machen, wie viele Heizkörper haben sie, wie viel Quadratmeter Fußbodenheizung, je nachdem, was dann kommt, wird eingestellt und dann läuft die Anlage. Finde ich top, finde ich super. Gut, wie gesagt, den Dongle, den brauchen wir nicht auf dem Gerät lassen. Nur für die Eingabe der Kontaktdaten wird das einmal aufs Gerät dann quasi aufgebracht, die Daten. Und dann können wir den Dongle anschließend wieder mitnehmen in die Werkzeugkiste und beim nächsten Kunden dann wieder weiterverwenden. Brauchen wir nicht vor Ort belassen. Mhm. Gut. Ich habe noch 2 Fragen aus dem Chat. Ja, wunderbar. Das ging einmal noch um den Anschlussstecker, ob das jetzt ein standardisierter Stecker ist. Was haben wir da unten dran? Ja, die sind ja... in der Regel herstellerspezifisch, also wir haben eine relativ bekannte Aufnahme, aber der Mikroblasenabscheider lässt noch ein bisschen Luft ab. Das ist natürlich ein Stecker, der von Wilo dann ist. Ja. Ja. Ja, aber ist der bekannte Wilo-Stecker auch von den Vorgängerpumpen, ja, ist das klar. Der gleiche Stecker? Also den so, ja. Hat man schon zuhaufe gesehen, auch bei den Vorgängermodellen, das ist jetzt der gleiche Stecker. Ja. Also ich würde ihn jetzt als standardisiert nennen, weil Wilo den schon... Ja, das ist richtig. Das ist jetzt kein neuer Stecker, der für dieses Produkt entwickelt wurde. Also der hat ja innen diese Hebelklemmen auch, dass man den ganz einfach verdrahten kann. Also im Grunde werkzeuglos. Werkzeuglos, genau. Genau. Den Dongle, da fällt mir gerade noch was ein, und zwar werden in Zukunft weitere Produkte von Wilo entwickelt werden, die auch mit diesem Dongle kompatibel sind. Das heißt, egal ob es jetzt um Abwassergeräte geht oder andere Heizungspumpen oder andere Produkte, die dann halt mit diesem Dongle bedienbar sind, beziehungsweise ausgelesen werden können, in Betrieb genommen werden können, Daten im Grunde ausgelesen werden können. Der wird nicht nur für die Pumpen passen, sondern auch für alle oder viele weitere Produkte, die Wilo da in Zukunft entwickelt wird. Genau. Ich habe noch was aus dem Chat für dich, auch was die Verkabelung und Verdrahtung angeht. Ja. Und zwar die Konnektivität mit eventuell KNX oder Modbus-Systemen, ob die irgendwelche Schnittstellen hier haben, die Pumpe. Also, soweit ich weiß, ist da aktuell nichts vorgesehen. Die ist wirklich autark, unabhängig, und das zeigt ja auch die Funktion zum Beispiel, die wir haben für die Nachtabsenkung. Die hat einen integrierten Temperatursensor, die dann darauf reagiert und wirklich unabhängig arbeiten kann von einem alten System. Ist natürlich dann auch ideal, wenn ich irgendwelche Kreise oder was ergänze, um sie im Nachhinein anzuschließen, weil ich die einfach ansetzen kann, ohne jetzt an die Regelung anzubinden oder an irgendwelche fremden Regelmodule. Ja, und ich sag mal, wenn man diese Konnektivität zu Modbus oder sowas braucht, dann muss man, glaube ich, schon in anderen Pumpenkategorien schauen. Also Sicherheit. Das ist ja definitiv hier eine ganz andere Pumpenklasse, sage ich jetzt mal. Genau, ich glaube, die Funktion, die kennt man vielleicht tatsächlich aus gehobenen Pumpen, also im größeren Volumenbereich bzw. größeren DNs auch. Das ist wirklich eine Pumpe, die für das Einfamilienhaus geeignet ist und dabei eben trotzdem diese tollen Futures bietet, ne? Also ich muss ja sagen, also es ist ja quasi die Einsteigerpumpe, sage ich jetzt mal so, die klassische normale Heizkreispumpe, die ich im Einfamilienhaus in der Masse, sage ich mal, auch einsetzen werde. Und dass da jetzt dieses Farbdisplay drin ist, das ist so für mich das Highlight, schnelle, einfache Einstellung. Also das ist schon ein besonderer Schritt, auch mit der Bluetooth-Kopplung, dass in dieser Preisklasse und Pumpenklasse das jetzt integriert wurde. Also so meine persönliche Meinung jetzt noch, wenn ich das so alles gesehen habe. Doch, da haben die sich etwas einfallen lassen, echt überzeugende Features. Genau, ich gucke noch mal kurz auf den Chat. Oh, da kam gerade noch, aber ich glaube, das waren nur so ein paar Gespräche hier, die noch liefen. Ach, da hat einer noch gerade das mit der Luft gehört, dass der Mikroabblasenabscheider lief, genau. Ach so, hat die einen Verpolschutz? Das ist eine doofe Frage, aber läuft auch manchmal doof. Gut, also in dem Stecker drin sieht man sehr deutlich L, N und PE. Ich weiß nicht, ob ihr den auseinandernehmen wollt. Das ist jetzt ein bisschen fummelig natürlich. Ja, wir gucken mal. Musst du halt hinterhebeln, ne? Das... das unten abziehen müssen, ne? Soll ich das mal eben machen? Wir eben noch mal kurz live vor der... Ich bereite den eben vor, das finde ich super, dass wir da gleich reingucken können. Ja. Und dann zeigen wir euch jetzt den Stecker auch einmal komplett. Da brauchst du jetzt nicht drauf filmen, ne? So. Doch, film da drauf. Nein, da filmst du jetzt nicht drauf. Na, kriegst du hin, Marcel? Ja, ich hatte den vorhin auch schon mal ab. Tatsächlich? Ja. Film da drauf. Da kommt er. Dreht sich weg. Moderiert doch kurz irgendwas anderes mal an. Guck doch nochmal in unserem Sendeplan gerade. Gut, wir zeigen mal nochmal unseren Sendeplan. Und zwar, ja, waren wir die ganze Woche live, haben da am Montag gestartet mit einer Wärmepumpe von Wolf, mit den Heimeyer Eclipse-Ventilen. Dann hatten wir am Dienstag den Fissmann, das neue Lüftungsgerät von Fissmann. Danach die Füllstation. Den Grundfos Mixit-Mischer, am Mittwoch die Daikin-Wärmepumpe und den neuen Geberit-Spülkasten, die Test- und Monteurhilfe, die neue. Ja, und dann sind wir auch schon am Donnerstag. Das Ganze weiterhin abrufbar über unseren YouTube-Channel. Ja, jetzt hat Marcel den Stecker mal eben auseinandergenommen. Ich weiß nicht, ob wir den hier im Detail mal zeigen können. Verpolschutz, das war jetzt die Frage. Wir haben eine relativ eindeutige Erkennung, wie die Drähte angeschlossen werden müssen. Ich glaube, wenn man jetzt N und L vertauscht, ist nicht ganz so tragisch, aber wenn ich den L auf die Erde lege, da nützt auch der beste Verpolschutz nicht. Dann habe ich einfach ein Problem mit der Pumpe. Von daher sollte man da auf jeden Fall schon mal eben darauf achten, dass man da die richtigen Drähte auf die richtigen Anschlüsse setzt. Gut. Wir haben es für heute. Wunderbar. Perfekt. Danke, Martin. Danke natürlich auch an Marco für eure tolle Produktpräsentation, für euer Experiment hier und auch für die ganze Technik hinter der Pumpe. Super gemacht, war super spannend. Danke natürlich auch an euch fürs Zuschauen. Danke natürlich für die ganze Woche. Heute ist das große Finale. Und morgen gibt es noch einen kleinen Zusatzbonus, nämlich live aus Allendorf. Marco und ich fahren morgen zu Fissmann und präsentieren euch da nochmal Handwerk testet Innovation on Tour. Ab 14:30 Uhr geht's los für eine Viertelstunde live hier auf dem Channel. Und alle Streams, die wir jetzt veröffentlicht haben, sind auch nachträglich noch abrufbar bei uns auf dem Channel und auch auf der Internetseite shk-info.de haben wir noch bis spätestens Ende April, dass ja alle Produkte, alle Streams, die Kontaktformulare vor allem zu den Herstellern, das heißt, wenn ihr jetzt nochmal Fragen habt zu Sotin, Wilo oder zu allen anderen Herstellern, ihr findet es alles auf unserer Internetseite und da könnt ihr direkt Kontakt nochmal zu den Herstellern aufnehmen über so ein ganz einfaches Formular, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Prospekte anfordern möchtet, Kontakt zum Außendienstler aufbauen möchtet. Nutzt das gerne, wie gesagt, bis Ende April noch erreichbar. Danke an euch und eine schöne Restwoche noch. Bis morgen, ciao.